In Österreich existieren mehrere offiziell geschützte ethnische Minderheiten. Die burgenlandkroatische, die slowenische, die ungarische, die tschechische und die slowakische Volksgruppe sowie die Volksgruppe der Roma. Die Frage, die sich da nun stellt, wenn Vertreter dieser Bevölkerungsgruppen ihre Ethnie speziell vereinsmäßig betreiben und feiern, ist das dann ein Fall für den Verfassungsschutz? Immerhin. Ethnisch ist doch irgendwie etwas Völkisches. Sind wir denn nicht alle einfach nur Österreicher? Wenn man die eigene Ethnie besonders schützt, ist das dann nicht irgendwie rechts, völkisch, verwerflich, national und einfach irgendwie verdächtig? Danke für deine Zeit.